Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu dieser Folge. Und wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Diese Folge hier ist eventuell der... Ach du Kacke. Ist eventuell der 200. Content. 200. Ja, cool. 200. DVD-Content auf diesem Kanal. Es ist zwar Folge 197. Ich hätte in den Schrank springen sollen. Aber es gibt ja oder gab ja schon immer mal so ein paar Folgen. Das war's. Immer mal so ein paar Folgen ohne Zählung. Also weil ich was aus dem Stream mitgeschnitten habe und euch schnell zeigen wollte. Oder weil ich irgendein Chapter vorgestellt habe, was nicht geplant war. Oder. Also, eigentlich müsste das die 200. Folge. Vielleicht sind wir auch schon drüber. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben schon sehr viel DVD-Content auf meinem Kanal gehabt oder haben es ja noch, das ist ja nicht weg, aber wow, David. Ist der einfach 10.000 Mal durchs Fenster gesprungen. Boba guckt schon wieder. Dwight! Das soll ernsthaft meine 200. Folge sein? Das soll meine 200. Folge sein? Gut. Ich meine, zum Glück ist es ja erst die 197. Folge, ne? Oh. Da rennen sie alle hier rum und machen nichts, anstatt mal zu gucken, dass man vielleicht einen Jennern bekommt. Und das, was Dwight gemacht hat, das war so unnötig. Ich hätte noch in der ersten Phase gerettet werden können. Und dann kommt Dwight... Mr. Profi. Oh. Wow, wow, wow. Ich muss auch sagen, ich spiele aktuell immer nur am Wochenende DVD. Ich habe das Gefühl, es ist einfach nicht mehr so clever, am Wochenende DVD zu spielen. Ich habe aber das Gefühl, immer genau dann, wenn ich spiele, sind hier alle bekloppt. Mich eingeschlossen. Gegebenenfalls, ich weiß es nicht. Dann bleibst du halt nicht stehen. Oh je. Er hat sicherlich auch Barbecue. Der Tüftler? War er gerade lautlos? Oder war ich einfach nicht in seinem Terrorradius? Gut.
Machen wir mal ein bisschen Gen. Oder auch nicht. Ich glaube, wir sind gleich tot. Cool. Jetzt haben wir zwei Generatoren dort drüben weggemacht. Das ist doof. Wir ziehen durch, Dwight. Ja, klicki halt noch länger. Das ist auch überhaupt nicht auffällig. Weißt du? Hör auf zu klicken. Nee, ganz ehrlich. Nö. Also, ich meine, ich bin eh tot. Das habe ich auch dir zu verdanken, Dwight. Was ist das für eine nervige Art und Weise? Oh, hier ist die Luke. Wir haben die Luke gefunden, Leute. Vielleicht könnte das... Nee, das hilft uns auch nicht mehr. Ich bleib auch noch hängen, ey. Voll hängen geblieben. What? Das sah gerade sehr komisch aus mit dem Dead Heart und dem, weiß nicht so richtig, was das sein sollte. Sie hätten mich noch retten können. Sie hätten mich noch retten können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Dwight ist absolut kein Mate. Dwight war für mich kein Mate. Dwight war für mich der zweite Killer. Erstens... Also was heißt erstens? Er kommt mit seinem Klicki-Klicki... verrät, dass mich jemand retten will und dann rennt er mit dem Killer vor dem Haken um einen Stein und ich komme in die zweite Phase. Dann mache ich mit ihm den Generator. Ich habe gehört, dass er verletzt ist. Aber erstens hat der Killer nebenan jemanden aufgehangen. Die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch, dass der Killer zum Generator kommt. Und wenn er da sitzt und klicki-klicki mit seiner Taschenlampe, ist ja gar nicht... Ist ja nicht viel auffälliger noch, dass wir dort sind. Also der Dwight... Oh. Ich weiß, dass der Dwight irgendjemanden wahrscheinlich einmal von der Schulter geblendet hat. Aber... Holy... Was war das? Also der Dwight... Nee, sorry. Und das war meine erste Runde DBD nach einer Woche. Wisst ihr, wie ich gerade Lust habe, DBD zu spielen? Aber damit wir hier nicht mal dreimal D-Strike dabei, zweimal Dead Heart. Es war auf jeden Fall auch wahrscheinlich eine SWF, wobei hier ist ein Consolero, ich weiß es nicht, aber ja. Das, Leute, ist DBD. Ich zeige euch die Folge jetzt auch, weil
Wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn ich am ersten Haken nicht in die zweite Phase gekommen wäre. Dann hätte ich jetzt nochmal gerettet werden können. Und wir hatten ja 3 Generatoren an. Es war gar nicht so schlecht. Okay, aber ich reg mich gerade auf. Das macht es jetzt nicht besser, weil ich muss noch mehr aufnehmen, sonst gibt es bald kein DVD mehr auf diesem Kanal. Deswegen, ich verabschiede mich aus dieser Runde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und habt noch einen tollen Tag. Bye, bye.